Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Wir haben die letzten 2, 3 Monate jeden Mittwochabend dieselbe Lehrrede durchgenommen, weil sie aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Heute sind wir zu dem allerletzten Teil davon gekommen. Und ich werde daher noch einmal rekapitulieren, was in dieser Lehrrede gesagt wurde und auch ein kleines Stück davon vorlesen. Erstens mal kann man inzwischen eventuell vergessen haben, was da gesagt wurde, und zweitens mal waren ja auch einige nicht hier, um es zu hören. Die Lehrrede heißt: Ohne Übung kein Fortschritt. Und sie geht auf diese Art: So sehr auch ein Mensch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz von den Trieben befreit werde, von allem Leid befreit werde, so wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und worin entfaltet? In den 4 Grundlagen der Achtsamkeit, den 4 rechten Anstrengungen, den 4 Machtwerten, den 5 geistigen Fähigkeiten, den 5 geistigen Kräften, den 7 Gliedern der Erleuchtung und dem edlen 8-fachen Pfad. Und dann gibt der Buddha ein Gleichnis. Er gibt mehrere Gleichnisse in dieser Lehrrede, aber ich werde nur eins vorlesen. Gesetzt eine Henne habe da 8 oder 10 oder 12 Eier gelegt, habe sie aber nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht. Wie sehr nun auch jene Henne wünschen mag, ach, dass doch meine Küchlein mit den Krallenspitzen oder dem Schnabel die Eierschale durchbrechen und heil ausschlüpfen möchten, so werden sie eben doch noch nicht dazu imstande sein. Und warum nicht? Weil eben die Henne ihre Eier nicht genügend bebrütet, nicht genügend erwärmt, nicht genügend zur Entwicklung gebracht hat. So ist es auch mit einem Menschen, der keine Geistesschulung pflegt. Man kann sich dabei sehr gut vorstellen, dass diese Henne genügend lange sitzen muss, um ihre Eier zu bebrüten. Wir müssen auch genügend lange sitzen, um unseren Geist zu schulen. Was da gesagt wird, was Geistesschulung bedeutet, sind die 37 Glieder der Erleuchtung, die 37 Erleuchtungsfaktoren, die hier in 7 Teile aufgeteilt sind. Diese 7 Teile habe ich vorgelesen, und von denen haben wir auch allen gesprochen und sind bei dem letzten angekommen, beim edlen 8-fachen Pfad, und auch bei dem allerletzten Schritt der rechten Konzentration. Es ist aber nun auch interessant, einmal festzustellen, dass bei diesen 7 verschiedenen Dingen, die hier genannt werden, die Achtsamkeit 5-mal vorkommt. Keine verschiedene Achtsamkeit, immer dieselbe Achtsamkeit. 5-mal erwähnt bei diesen 7 verschiedenen Dingen. Die Willenskraft ist 4-mal drin. Und die Konzentration auch 5-mal. Die anderen Dinge sind teilweise 1-mal oder 2-mal. Aber diese 3 kommen am meisten vor. Daher einmal ein Rekapitulieren von Achtsamkeit. Achtsamkeit hat der Buddha immer wieder erwähnt, dass es ohne Achtsamkeit überhaupt kein geistiges, spirituelles Leben gibt. Nun gibt es verschiedene Arten der Achtsamkeit. Es gibt die Art der Achtsamkeit, die wir alle tagtäglich betreiben, damit wir überleben. Zum Beispiel beim Autofahren. Wenn man sie total verliert, landet man zumindest im Graben, eventuell im Krankenhaus.
Wir betreiben diese Achtsamkeit bei unserem Lebenserwerb. So weit, wie es unbedingt gefordert wird. Und nicht einen Schritt weiter. Und sollte man glauben, es wäre ein Schritt weiter, dann fühlt man sich schon sehr oft überfordert. Dabei ist Achtsamkeit unser bester Freund. Es ist der wichtigste Läuterungsprozess, den wir durchmachen können. Achtsamkeit heißt, ständig auf sich selbst aufpassen. Und niemals, was falsch läuft, jemand anders in die Schuhe schieben. Schwierig. Wird aber eines Tages zur Gewohnheit. Wenn man das, was falsch läuft, und bei jedem läuft irgendwas irgendwann falsch, anderen in die Schuhe schiebt, so hat man keinerlei Möglichkeit, irgendetwas damit zu unternehmen. Der andere ist ja schuld. Und wir haben eine Riesenauswahl von anderen. Am meisten benutzen wir natürlich diejenigen, die körperlich am nächsten zu finden sind. Gleich beim Wohnen oder gewohnt haben. Oder wenn es die da keine sind, sollte man alleine wohnen, dann mit denen man arbeitet. Immer die, die gleich am nächsten zu finden sind, die benutzt man am meisten dazu. Das ist selbstverständlich, dass man die am meisten benutzt. Weil erstens mal kennt man sie am besten und kann sich vieles einreden über sie. Aber es nutzt einem nichts. Denn die anderen, die da irgendetwas tun, was einem nicht gefällt, kann man die ändern? Man hat ja die größte Schwierigkeit, sich selbst zu ändern. Wo man sich ja noch näher wäre als diesen anderen. Und die anderen zu ändern, ein hoffnungsloses Unternehmen, was immer mit Frustration zusammenhängt. Und nicht nur das, es bringt überhaupt nichts. Denn der, der sich ändert, ist ja derjenige, der die guten Resultate bekommt, wenn er sich zum Guten ändert. Und die guten Resultate wollen wir ja selber haben. Also wen können wir ändern? Nur uns selbst. Und wie können wir das machen? Indem wir achtsam sind. Indem wir auf uns selber aufpassen. Die Achtsamkeit, von der ich gesprochen habe, beim Autofahren, beim Lebenserwerb, beim Telefonieren, beim Briefeschreiben, beim Kartoffelschälen, was immer es ist, was wir machen, das ist eine Art Achtsamkeit, die jeder kann und jeder hat und die hier nicht gemeint ist. Denn das ist eine weltliche Art der Achtsamkeit, die nur zum Überleben gedacht ist. Selbstverständlich sollen wir überleben, das ist damit nicht gemeint, aber es genügt nicht. Denn das ist ja sowieso ein hoffnungsloses Unterfangen, das schafft ja keiner. Die Achtsamkeit, die hier gemeint ist, ist eine spirituelle Art der Achtsamkeit. Und diese spirituelle Art der Achtsamkeit bedeutet, dass wir uns selber objektiv gegenüberstehen, als ob wir neben uns stehen und zuschauen und zuhören und mal spüren, was derjenige, der ja im Mittelpunkt unserer Welt steht und ich heißt, was der eigentlich den ganzen Tag fabriziert. Nun ist es nicht möglich, von Anfang an den ganzen Tag achtsam zu sein. Ist noch nie jemand möglich gewesen, aber so oft wie möglich. Und wenn es dann zur Gewohnheit wird, dann ist man beschützt. Achtsamkeit beschützt einen vor Unheil. Es beschützt einen davor, schlecht zu denken, sprechen oder zu handeln. Man passt auf. Und dieses Aufpassen auf sich selbst ist dann damit verbunden, dass wir wissen, dass wir gutes Karma machen wollen. Und dass das in unseren Gedanken anfängt. Die vier großen Anstrengungen oder vier rechten Anstrengungen, die hier auch erwähnt sind, handeln sich um unsere Gedanken.
den Inhalt unserer Gedanken. Sobald unsere Gedanken ins Negative rutschen, sind sie nicht mehr recht. Sobald sie ins Negative rutschen und wir dann noch Rechtfertigung dafür haben, was wir ja meistens haben, in dem Moment haben wir uns selbst geschädigt. Die meisten Menschen denken nicht daran, dass sie sich selber schädigen. Und so existiert auch keine innere Harmonie und kein innerer Frieden. Wenn man sich selber schädigt, wie kann man sich da harmonisch fühlen? Da fühlt man sich unangenehm berührt und glaubt, dass man sich unangenehm berührt fühlt, weil irgendjemand irgendetwas getan hat. Das ist aber alles Fehlgedanken. Man fühlt sich unangenehm berührt, weil es da innen unangenehm sich anfühlt. Darum ist man unangenehm berührt. All das lässt sich durch Achtsamkeit feststellen, aber durch eine verstärkte Achtsamkeit, nicht durch die gewöhnliche, mit der man sowieso handeln muss, weil ja sonst Chaos entsteht. Man vergisst alles, man weiß nicht, wo man es hingelegt hat, man kann sich nicht erinnern, was man tun sollte. Das sind alles Resultate von totaler Unachtsamkeit. Und es kann sehr chaotisch werden. Aber die spirituelle Achtsamkeit geht auf etwas ganz anderes aus. Die geht darauf aus, dass wir uns selbst erkennen. Und damit ist keinerlei Tadel verbunden. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Da ist nichts zu tadeln. Erkennen hat nichts damit zu tun, ob wir das nun loben oder tadeln. Erkennen ist einfach verdeutlichen, deutlich machen. Und das ist hilfreich für jeden. Und was wir deutlich machen für uns selbst, wird uns auch in der Welt deutlich. Das ist auch in der Welt dann total verdeutlicht. Und wenn wir eines Tages uns ganz deutlich erkennen und daher die Welt ganz deutlich erkennen, dann wundern wir uns nie mehr, wieso es in der Welt so aussieht, wie es aussieht. Dann haben wir es gesehen. Und dann gibt es immer nur noch eins, der eigene Läuterungsprozess. Achtsamkeit ist darum ein ganz wichtiger Läuterungsprozess, weil wir mit dem Geist nur eine Sache zur Zeit tun können. Wir können entweder achtsam sein, auf uns aufpassen, was wir denken, sagen und tun, oder aber wir können uns ärgern oder was haben wollen oder wütend werden oder unglücklich sein. Wir können nicht beides tun. Daher sind zur Zeit der Achtsamkeit die Negativitäten ausgeschaltet. Daher ein Läuterungsprozess. Je mehr der Geist sich läutert, desto klarer wird er. Was bedeutet läutern? Bedeutet sauber machen. Mein Fenster säubert, wird es klarer und man kann besser durchschauen. Der Geist soll eines Tages so klar sein, dass er durchsichtig ist, dass wir ganz klar durchschauen können, von nichts in irgendeiner Weise gehemmt werden, was in dem Geist vorgeht. Das ist die Arbeit, das ist der Pfad des spirituellen Lebens. Wie wir dieses spirituelle Leben nennen, ist ganz egal. Ob das nun Namen hat oder nicht, ist ganz unwichtig. Läuterung sauber machen, um klar Sicht zu bekommen. Eigentlich ganz logisch, nicht? Man kann nur klar Sicht haben, wenn was sauber ist. Also, Herz und Geist säubern. Wovon säubern? Von den eigenen Negativitäten. Niemals sie rechtfertigen. Selbstverständlich gibt es unangenehme Leute. Vielleicht gibt es mehr unangenehme als angenehme. Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gezählt. Vielleicht haben wir das Unglück, mehr unangenehme zu kennen als angenehme. Was immer es sei,
Es hat nichts mit unserem Läuterungsprozess zu tun. Ist ganz egal. Unser eigener Läuterungsprozess geht nur darauf aus, dass wir unser eigenes Herz, unseren eigenen Geist so in Schach halten, dass er ruhig und friedlich bleibt. Und das Herz genauso. Und nicht von den äußeren Umständen sich so beeinflussen lässt, dass er dann reagiert. Das Reagieren ist das Zeichen dafür, dass wir uns beeinflussen lassen. Das Reagieren ist jedem so selbstverständlich, dass die meisten Menschen gar nicht auf die Idee kommen, dass es nicht nötig ist. Das Leben ist viel einfacher. Viel, viel einfacher, wenn man es nicht tut. Wenn man die Dinge so sieht, wie sie sind. Deswegen braucht man nicht zu denken, dass man das Gute vom Schlechten nicht unterscheiden kann. Und man muss nicht reagieren. Und all das lernen wir durch die Meditation, durch die Konzentration. Die rechte Konzentration ist die rechte Meditation. Und das ist der letzte Schritt auf dem achtfachen Pfad. Sama Samadhi. Aber bevor ich da noch drauf eingehe, möchte ich noch erwähnen, dass die Willenskraft auch viermal vorkommt in diesen sieben verschiedenen Möglichkeiten der Praxis. Nicht nur, dass die Achtsamkeit so wichtig ist, die Willenskraft ist genauso wichtig. Und Willenskraft ist etwas, was sehr viel Selbstdisziplin erfordert. Es kann einem keiner geben. Wenn man von außen zu irgendetwas gezwungen wird, was ja häufig der Fall ist, so ist man im Allgemeinen dagegen und möchte es lieber nicht tun. Aber Willenskraft kann nur hochkommen, wenn wir uns selbst disziplinieren. Und wir tun das auch alle bis zu einem gewissen Grad. Wir tun nicht Dinge, die ganz unmöglich schlecht sind und wissen ganz genau, dass uns das sehr zu Schaden sein könnte. Aber die Willenskraft muss noch einen Schritt weitergehen oder mehrere Schritte weitergehen auf dem spirituellen Pfad, indem es uns ganz klar wird, wofür wir eigentlich unsere Zeit und unsere Energie verwenden wollen. Was ist das Wichtigste? Und dieses Wichtige, wenn wir das erkannt haben, was immer es sei, wo immer wir hingekommen sind mit unseren Ideen, was das Wichtigste ist, dann auch wirklich durchführen. Und sich nicht von äußeren Dingen abhalten lassen. Wie zum Beispiel vom Wetter. Das Wetter ist ein ganz besonders beliebter Entschuldigungsgrund. Erstmal kann keiner was dafür. Zweitens kann keiner was dran ändern. Und drittens mal kann es höchst unangenehm sein. Aber wenn man sich davon zum Beispiel von den Dingen abhalten lässt, die man für wichtig erachtet, dann ist es schon wieder ein Weg der Flucht. Und diese Fluchtwege, die wir haben, sind unendlich viele. Alles, was wir als Ablenkung benutzen, alles Fluchtwege. Fluchtwege, wovon? Fluchtwege, um uns an unser Dukkha nicht zu merken. Dukkha, alles, was unzufrieden ist und womit wir unzufrieden sind, was unzulänglich ist, was unerfüllt in uns ist, alles ist Dukkha. Buddhas erste edle Wahrheit ist, dass Existenz ist Dukkha, weil wir unerfüllbare Wünsche haben. Und natürlich suchen wir unsere Fluchtwege, um so wenig wie möglich davon zu merken. Aber diese Fluchtwege, die wir einschlagen, die mit Ablenkung zu tun haben, sind sozusagen Sackgassen. Weil wir müssen sie ja immer wieder benutzen. Ein viel besserer Weg, um unser Dukkha zeitweilig nicht zu merken, wäre, die Konzentration
so zu meistern, dass wir in der Meditation auf keinen Fall Dukkha merken. Wenn wir wieder rauskommen, ist es wieder da. Aber das wäre ein Weg, um dem spirituellen Wachstum entgegenzugehen, wogegen die Ablenkungen uns immer wieder zurückwerfen. Ohne Übung kein Fortschritt. Der Buddha hat außerdem gesagt, dass wir nie stehen bleiben, dass wir entweder vorwärts oder rückwärts gehen. Das heißt also, wenn wir uns zu viele Ablenkungen suchen, dann geht unser spirituelles Wesen, schrumpft es ein. Wir sind alle spirituelle Wesen. Wenn wir die Konfrontation suchen und die Meditation richtig verfolgen, dann erweitert sich unser spirituelles Wesen. Und je mehr es sich erweitert, desto weniger berührt uns das Dukkha. Das geht davon nicht weg, aber es berührt uns nicht mehr so. Wir haben nicht mehr so viele Ideen, woher es kommt, weil wir vielleicht inzwischen erkannt haben, dass es immer existiert. Und wir haben auch nicht so viele Ideen, wie wir davon wegkommen könnten. Wir können wirklich nur davon weg, wenn wir totale Einsicht, totale Klarsicht bekommen haben. Alle diese Faktoren, die hier erwähnt werden, und die Erleuchtungsfaktoren heißen, sind der Übungspfad, um eines Tages so klar zu sehen, dass die Sicht für die Welt, für die Menschheit, für sich selber eine ganz andere ist. Es sieht ganz anders aus alles. Es ist äußerlich, optisch, immer noch das Gleiche, aber auch nur optisch. Manchmal kann man das vielleicht vergleichen und dadurch einen besseren Zugang bekommen. Wenn man weiß zum Beispiel, dass unsere Wissenschaftler seit Jahrzehnten schon sagen, schreiben und erklären, dass es keine soliden Bausteine im ganzen Universum gibt. Alles sind Energieteilchen, die zusammenkommen und auseinanderfallen. Wenn sie dann von ihrer Arbeit nach Hause kommen, setzen sie sich an den Tisch und auf den Stuhl und nehmen Teller und Gabel und Messer und alles, was es so gibt. Und nichts sind Energieteilchen. Alles sind Gebrauchsgegenstände. Und sie selbst sind auch keine Energieteilchen. Sie wissen es zwar, aber sie benutzen es nicht. Aber wenn man eines Tages es nicht nur weiß, sondern erlebt hat und dann wohl die Gebrauchsgegenstände benutzt, aber dennoch bei allem, was geschieht, vor allen Dingen bei sich selbst, diesen Zerfall ständig spürt als ein inneres Erleben, dann hat sich die Welt für einen gedreht. Man selber sieht genauso aus wie vorher. Und der Stuhl und der Tisch sehen auch genauso aus wie vorher. Aber es ist nicht nur mehr leere Worte. Es ist nicht nur mehr ein wissenschaftliches Buch vielleicht, sondern es ist ein inneres Spüren. Und dieser Unterschied ist nur möglich durch die Meditation. Anders ist es überhaupt nicht möglich. Und es soll sogar Wissenschaftler geben, die meditieren. Ich habe davon gehört, kennen tue ich sie nicht. Aber es soll sowas geben. Und hoffentlich können sie damit auch was anfangen. Unsere Willenskraft ist also, wie wir hier sehen können, ein ganz wichtiger Bestandteil des, nicht nur des spirituellen Lebens, unseres ganzen Lebens. Das heißt also, wir müssen die Willenskraft auf das Richtige lenken. Wir müssen sie dahin lenken, wo wir, wenn wir zum Ende unseres Lebens kommen, zufrieden sein können
mit dem, was wir mit unserer Willenskraft getan haben. Wir können uns, jeder kann das, sich vorstellen, dass das Ende des Lebens jetzt wäre. Bin ich zufrieden? Wenn nicht, warum nicht? Was habe ich noch nicht bekommen, was ich so gerne hätte? Oder was bin ich noch nicht losgeworden, was ich so gerne loswerden möchte? Also, wenn ich das feststellen kann, an der Arbeit gehen und sofort sich damit beschäftigen. Das loszuwerden, was man loswerden möchte, und das bekommen, was man bekommen möchte. Denn im Prinzip will jeder dasselbe. Inneres Glück und inneren Frieden. Also sich an die Arbeit machen. Wenn wir glauben, dass wir unendlich viel Zeit noch haben, dann sind wir bestimmt im Irrtum. Wer weiß, wie lange er lebt? Keiner weiß das. Und jetzt ist die einzige Zeit, wo diese Arbeit möglich ist. Und es gibt keinen anderen, der inneren Frieden, inneres Glück für uns verschafft. Er kann noch so liebenswert sein, der andere, und noch so hilfsbereit. Keiner kann uns den inneren Frieden, das innere Glück verschaffen. Und wenn wir schon selber machen. Wenn wir also unsere Willenskraft darauf richten, auf das, was im letzten Moment noch wichtig ist, dann haben wir es richtig getan. Und nicht nur, was in jeder Sekunde nur anliegt. Das muss auch gemacht werden, das ist klar. Wir müssen unseren Verpflichtungen nachkommen. Aber immer nur als Rahmenaktionen. Wir bilden einen Rahmen für das, was wirklich ist. Das, was wirklich ist, ist unser spirituelles Wesen. Und das muss gefördert werden. Und das können wir nur selbst. Wenn wir es fördern, wird uns klar, dass wir zu der Meditation Willenskraft brauchen. Und Achtsamkeit. Wenn wir anfangen zu meditieren, benutzen wir die Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen. Heißt auf Pali Anapanasati, Sati, S-A-T-I, heißt Achtsamkeit. Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmen. Die Achtsamkeit in der Meditation ist eine Notwendigkeit, ohne die geht es überhaupt nicht. Die geht natürlich andauernd verloren, das ist klar. Daher üben, immer wieder üben. Wieso geht sie verloren? Nicht nur, weil das Ich sich behaupten will und mit dem Atem kriegt es keine Bestätigung, sondern auch, weil wir so in der Welt, in den weltlichen Dingen verwurzelt sind, dass sie uns nicht loslassen. Wir werden ja sehr bald hier wieder zusammen meditieren und dann werden wir wieder merken, was stört uns denn eigentlich beim Meditieren? Nur die Welt, weiter gar nichts. Was wir heute gemacht haben, was wir morgen machen werden, was wir hätten sagen sollen, was wir nicht gesagt haben, was wir lieber gemacht hätten, als das, was wir gemacht haben. Können wir alles aufzählen. Ist so eine 10, 12 lange Liste, 10, 12 verschiedene Sachen, lange Liste, die bei jedem immer wieder vorkommt. Alles die Welt. Und wenn ich das nur gesagt hätte, und wenn ich das nun bekommen hätte, und wenn ich das nun gemacht hätte, wäre ich dann glücklich? Wäre dann mein Glück und mein Frieden garantiert? Oder sind das alles nur Gedanken und Ideen, die sich um die Welt handeln? Und sind wir alle schon lange genug auf der Welt, um endlich mal festgestellt zu haben, dass die Welt uns ja gar nicht beglückt? Dass wir ständig versuchen in der Welt, was uns beglücken soll, aber es tut es ja gar nicht. Es hat einen momentanen Wert, der uns sozusagen diese Mangelerscheinung, die wir in uns tragen, nicht spüren lässt. Und dann, kaum ist das vorbei,
kommt die Mangelerscheinung wieder und wir suchen was Neues. Oder aber wir sind mit dem, was wir haben, unzufrieden und schimpfen. Das können wir auch sehr gut. So geht's bei den, naja, ich möchte sagen, bei allen Menschen zu. Nicht nur bei den meisten. Also, was bleibt uns übrig? In der Meditation endlich mal die Welt auszuschalten. Und wirklich achtsam zu sein. Auf das, was ist, nämlich der Atem. Alles andere sind doch nur Gedanken und Ideen. Und die Welt, so wie sie besteht, aus Menschen und Natur und Tieren und Dingen und Arbeit und Erfindung, so wie die Welt besteht, hat sie einen gewissen Wert und eine gewisse Basis, um uns zu ernähren. Weil wir einen Körper haben, müssen wir ernährt werden. Und das tun wir, indem wir unseren Lebenserwerb haben. Aber damit hat sie es doch schon. Das war's doch dann schon. Was noch? Dass wir momentane, angenehme Sinneseindrücke haben, ist auch klar. Aber sie bleiben nicht. Wir müssen immer wieder erneuern. Das kann also auch nicht die Antwort sein auf unsere Suche nach dem, was uns wirklich erfüllt. Die Suche nach dem, was uns wirklich erfüllt, hat jeder Mensch in sich. Ob er es weiß oder nicht. Die meisten Menschen wissen es vielleicht gar nicht deutlich, sondern es ist unterschwellig. Aber jeder hat es. Die Suche nach der Erfüllung. Und da die Welt ja sehr vielseitig ist, auf Pali heißt das Papancha, das Wort alleine sagt schon, was da los ist, es gibt so vieles von allem, so ist es unmöglich, in einem Menschenleben sich mit allen Dingen und allen Möglichkeiten zu beschäftigen, die die Welt uns bietet. Da wird man nie fertig. Und daher wird ein intelligenter Mensch schon nach einigen, ja meistens Jahrzehnten merken, dass auf die Art und Weise wird's auch nicht. Da muss noch was mehr dazu kommen. Und das mehr kann nur durch die Meditation kommen. Denn das ist die Möglichkeit, die Welt einmal auszuschalten, den Geist einmal so einspitzig zu machen, dass er ein erstklassiges Instrument wird. So klar den Geist bekommen, auch wenn es nur während der Meditation ist, dass er Dinge anders sieht, als es sonst tut. Wenn wir also mit der Atembetrachtung anfangen, so wie wir das ja im Allgemeinen tun, und immer weiter üben, so wird es eines Tages es möglich sein, was ich bereits letzte Woche erwähnt habe, dass wir diese Methode der Atembetrachtung loslassen können, weil wir den Schritt nach innen getan haben. Der Schritt nach innen bedeutet, dass wir das Gefühl, was in uns immer lebt, nämlich ein Gefühl des Entzückens, verspüren. Wenn es das erste Mal geschieht, dann ist der Geist ganz erstaunt und macht irgendwelche Bemerkungen dazu, wodurch die Konzentration verloren geht, aber man kann sich ja dann wieder konzentrieren und auch es so lernen, dass es eine Selbstverständlichkeit wird. Der Weg der Konzentration ist für jeden Menschen, menschlichen Geist, der gleiche. Es gibt nichts Außergewöhnliches. Es ist alles ganz gewöhnlich. Und es ist auch ganz selbstverständlich, dass der Geist endlich einmal ohne die Anstrengung der Achtsamkeit auf den Atem und ohne die Anstrengung des Denkens zur Ruhe kommen möchte. Und zur Ruhe nicht durch Schlafen. Das ist auch nicht ruhig. Dann hat er Träume und hat er die Unannehmlichkeiten des Körpers, auf die er reagiert, auch wenn er schläft. Sondern, dass er zur Ruhe kommt, sodass er einmal das Innenleben, das spirituelle Wesen, das wir sind,
erleben kann. Und dieser Schritt nach innen, der der erste Schritt ist bei der Meditation, alles vorher sind sozusagen die Anfänge, die sind die Methoden, mit denen wir uns beschäftigen müssen, damit die Konzentration mal zustande kommt. Wenn wir diesen Schritt nach innen gemacht haben, dann merken wir, dass in uns ein ganz anderes Bewusstsein vorhanden ist, als das, was wir im Alltag benutzen. Das, was wir im Alltag benutzen, ist geprägt von Dualität. Starker und sehr massiver Dualität. Hier bin ich und da bist du. Und wenn du mir nicht bekannt bist, komm mir bloß nicht zu nah. Und wenn du anders bist als ich, die auch nichts damit zu tun haben. Ganz starke Dualität. Und das spricht sich darin aus, in dem, was wir haben wollen und loswerden wollen. Aber sollte unsere Meditation uns einmal nach innen führen, durch die Konzentration, und daher ist das auch bei dem achtfachen Pfad der achte Schritt, Sama Samadhi, rechte Konzentration, dann haben wir ganz andere Erlebnisse. Eine Bewusstseinsebene, die uns nicht etwa unmöglich macht, den Alltag zu meistern. Im Gegenteil. Es erleichtert uns das, weil wir ihn gar nicht für so wichtig halten. Es erleichtert uns jegliche Arbeit im Alltag. Aber die uns zeigt, diese Bewusstseinsebenen, die uns zeigen, dass es etwas ganz anderes gibt, als das, wovon man sich tagtäglich unterhält. Und unterschwellig haben wir das geahnt. Wenn wir das nämlich nicht geahnt hätten, hätten wir uns nie ein spirituelles Buch vorgenommen oder zu einem Meditationsabend gekommen oder irgendeine Suche eingeschlagen, wie immer diese Suche auch heißt. Wir haben es geahnt, da gibt's was anderes. Und wenn wir das erste Mal dahin kommen, dann wird sehr häufig, vor allen Dingen von Langpraktizierenden gesagt, dass genau das haben sie gesucht, haben es nur nicht gewusst. Das Alltagsbewusstsein, mit dem wir ständig zu tun haben, ist unerfreulich. Und wenn wir noch so liebenswürdig sind, es ist dennoch unerfreulich. Immer passiert irgendwas, was uns gar nicht so recht ist. Immerzu ist irgendetwas los, was uns gar nicht so lieb ist. Und wir können die Dinge im Alltag nicht so drehen, dass sie alle so sind, wie wir sie gerne hätten. Aber unser inneres Bewusstsein, das können wir allerdings so erleben, wie wir es gerne hätten. Das muss durch die Meditation geschehen. Nur durch die Meditation ist es möglich. Da gibt es keinen anderen Weg. Es gibt nicht eine Auswahl. Ich könnte ja stattdessen Tai Chi machen. Tai Chi ist erstklassig für Achtsamkeit. Aber ohne die Meditation geht auch das nicht. Wir haben gar keine Wahl. Wenn wir wirklich das innere Bewusstsein erleben wollen, das unser spirituelles Wesen aufzeigt, dann müssen wir meditieren. Und zwar nicht ab und zu mal oder wenn es uns gerade einfällt, sondern tagtäglich. Und lange, über lange Zeit meine ich. Die Willenskraft gehört dazu. Es gehört dazu auch die tagtägliche Achtsamkeit. Denn wenn wir dem Geist den ganzen Tag über erlauben zu machen, was er eigentlich will, das heißt also, sich mit allen Dingen beschäftigen, die der Alltag bringt, und immer daneben stehen als der Außenseiter, das heißt in der Dualität, dann ist es sehr schwierig, am Abend oder am nächsten Morgen die Konzentration zu haben in der Meditation. Wenn wir die Achtsamkeit benutzen tagsüber, um uns selbst objektiv gegenüberzustehen, ist es wieder einfacher. Weil der Geist dann schon sozusagen einen Zugang hat. Er ist schon geschult, um dahin zu kommen. Wenn wir also mit der rechten Konzentration dann nach innen gekommen sind, so gibt es
die ich bereits erwähnt habe, die ersten vier feinkörperlichen Vertiefungen. Und ich erwähne sie jetzt nur ganz kurz, weil ich sie vorige Woche schon erklärt habe. Und zwar ist das erste, wie ich sagte, ein entzückendes Empfinden, was aber nicht die Meditation da hineingebracht hat, sondern was die Meditation getan hat, sie hat all das, was den Zugang verschüttet, herausgebracht. Der Zugang ist verschüttet durch Reaktionen, durch Denken, durch Ideen, durch Wünsche, durch Begierden, durch Ablehnung, durch Rechtfertigung, durch all das, womit wir uns tagtäglich beschäftigen. Sobald wir das loslassen, haben wir Zugang. Und dieses entzückende Empfinden ist immer vorhanden. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist eine Wirkung dieser Ursache, das entzückende Empfinden. Die Wirkung ist Freude. Es ist die Freude, die wir dann erkennen, als unabhängig von äußeren Umständen, dass sie in uns lebt, dass sie immer vorhanden ist. Und sonst sollten wir nie einen Schritt weiterkommen als das. So ist das schon genug. Erstens einmal, um Freude um uns zu verbreiten, um uns herum, in unsere Umwelt. Nur der Freude innen hat, kann Freude verschenken. Das heißt also, dass wir dadurch mehr Freude in die Welt bringen. Und die Welt braucht das dringend. Die hat viel Dukkha, alle Menschen. Und Freude ist ein ganz seltener Zustand. Unabhängige Freude. Und dieser zweite Schritt zeigt uns ganz deutlich, dass wir die Freude in uns haben und dass wir gar nicht darauf angewiesen sind, dass wir was Schönes sehen, hören, berühren, schmecken, riechen oder denken. Wir sind absolut nicht abhängig davon. Wir haben die Freude schon sowieso in uns. Das gibt sehr viel Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen ist wieder eine große Hilfe, um diesen Pfad weiter zu beschreiten. Der dritte Schritt ist die Zufriedenheit, die durch die Freude kommt. Denn wir haben das in uns gefunden, was wir immer außen durch die Sinne suchen. Und diese Zufriedenheit führt zum Frieden und zeigt uns ganz deutlich, dass wir nur zufrieden sein können, wenn wir keine Wünsche haben. Und wenn wir diese drei Einsichten in unser tägliches Leben mitnehmen, dass wir Freude in uns tragen, unabhängig von äußeren Umständen, dass wir nur zufrieden sein können, wenn wir unsere Wünsche fallen lassen und das Entzücken immer in uns lebt, dann ist auch unser Alltag anders. Er mag äußerlich genauso aussehen, aber es ist nur die Rahmenaktion. Es sind die Kulissen. Die Hauptsache ist unser Innenleben. Und jeder weiß, dass wir mit unserem Innenleben leben, aber dass ich ständig darauf angewiesen, was außen um uns herum passiert. Und darauf haben wir überhaupt ganz wenig Einfluss, wenn überhaupt welchen. Auf unser Innenleben haben wir großen Einfluss, wir brauchen uns nur zu konzentrieren und schon sind wir da. Dieses bloß Konzentrieren bedeutet aber, dass wir geübt haben. Ohne Übung kein Fortschritt. Wir müssen üben. So wie wir alles, was wir heute können, einmal geübt haben. Die vierte von den feinkörperlichen Vertiefungen ist tiefe Ruhe. Und aus der entnehmen wir, dass wirkliche Ruhe und wirklicher Frieden und wirkliche Stille nur dann möglich sind, wenn wir unsere Ich-Bezogenheit zeitweilig mal aufgeben. Und auch das können wir ins tägliche Leben mit hinübernehmen. Je mehr unsere Ich-Bezogenheit in den Hintergrund tritt, desto mehr tritt Ruhe in den Vordergrund. Beides zusammen kann nie zusammenleben. Der Ruhe und Frieden, die jeder gerne hätte in sich selber, können nur ohne die Ich-Bezogenheit oder jedenfalls mit ganz verkleinerter Ich-Bezogenheit existieren. Solange die Ich-Bezogenheit im Vordergrund ist, gibt's keine Ruhe. Und das Letztere kann jeder ohne weiteres in sich feststellen. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit.
Solange wir an uns selber denken, was ist da Ruhe? Im Gegenteil, da ist immer noch irgendetwas, was noch sein könnte oder sein sollte oder besser oder schlechter oder mehr, vor allen Dingen mehr sein dürfte. Solange wir das vergessen, ist das alles vorbei. In der vierten Vertiefung, die natürlich eine ganz andere Stille mit sich bringt, als die Stille, die wir im täglichen Leben kennenlernen, ist es ganz deutlich. Und daher, das, was wir selber erleben, kann uns keiner mehr ausreden. So ist es. Das wissen wir und das haben wir gespürt. Und wenn wir das gespürt haben, dann wird es wahrscheinlich auch sein, dass wir uns diesem Pfad immer mehr und mehr nähern, dass wir diese Einsichten immer mehr und mehr verinnerlichen. Wir können das im Kleinen, im täglichen Leben auch erleben, dass wenn wir zum Beispiel an andere denken und mal unsere Ich-Bezogenheit vollkommen fallen lassen, aus irgendeinem Grund, und nur an den anderen denken, auch viel mehr Ruhe in uns herrscht, als wenn es sich alles um uns selber handelt. Es gibt Menschen, die das oft tun und oft können. Es gibt Menschen, die das fast nie tun und fast nie können. Da gibt's kleine Unterschiede, aber die Unterschiede sind ganz klein. Erst in der Meditation wird der Unterschied riesengroß. Die feinkörperlichen Vertiefungen, die ersten vier, werden gefolgt von formlosen Vertiefungen. Und obwohl das im Moment wahrscheinlich kein Thema ist, so möchte ich sie dennoch erwähnen, da dies sozusagen der Abschluss dieses edlen achtfachen Pfades und auch dieser Lehrrede ist. Und rechte Konzentration sich auf die acht Vertiefungen bezieht. Es gibt sogar neun, aber die meistens spricht der Buddha nur von acht. Und die vierte, von der ich gesprochen habe, die ich ja nur ganz kurz erklärt habe, ist sozusagen das Sprungbrett, um in die formlosen Vertiefungen zu kommen. Wenn man wirklich praktiziert, dann ist der Geist zu der Zeit, wo er diese Vertiefungen erlebt, ohne die weltlichen Dinge, ist ruhig und besonnen, und kann sich absichtlich immer von der Vertiefung lösen, in der er ist, um in die nächste zu gehen. Weil er weiß, dass es immer noch etwas Subtileres gibt, als das, was er schon erlebt hat. Das ist bei den ersten vier Vertiefungen genauso. Wenn wir jetzt in der vierten mit der Stille beschäftigt sind, so ist es möglich, dass der Geist sich derartig ausweitet, dass wir den unendlichen Raum erleben. Allein das Wort unendlicher Raum gibt vielleicht schon eine Idee, dass hier etwas ist, was ganz anders ist als alles andere. Dazu braucht man kein Genie zu sein, dazu braucht man keine übernatürlichen Kräfte, man muss aber meditieren können. Und meditieren können bedeutet üben. Weiter gar nichts. Jeder menschliche Geist kann meditieren, wenn er sich zum Üben aufrafft. Wenn er genügend Willenskraft hat, um sich immer wieder hinzusetzen. Und auch vielleicht dazu noch genügend Einsicht, um zu wissen, dass das, was er gerne erleben möchte, in der Welt nicht zu haben ist. Und das dürfte genügend Ansporn sein, um sich immer wieder hinzusetzen. Und immer wieder die Welt fallen zu lassen. Und immer wieder zur Konzentration zurückzukehren. Der unendliche Raum bedeutet, dass wir dort etwas erleben, wo die Persönlichkeit und die Ich-Begrenzung vollkommen verloren geht. Weil es ist unendlich. Und in diesem unendlichen Raum ist die Begrenzung dieser einen Person, die wir sind, mit der wir die ganze Zeit zu tun haben, die von der rechten Seite bis zur linken Seite reicht und von oben bis unten, verloren gegangen. Eine große Erleichterung, aber nicht nur das. Es ist ein neues Blickfeld.
also ein neues Blickfeld, wo diese Ich-Bezogenheit sich auch im Alltag verflüchtigt zu einem gewissen Grade, nicht vollkommen natürlich, zu einem gewissen Grade, und man immer wieder sich daran erinnern kann, was man in der Meditation erlebt hat, und daher immer wieder einem klar wird, dass ja diese separate Existenz von jeder Person, die wir sehen, nichts anderes ist als eine optische Illusion. Denn wenn in Wirklichkeit alles Energieteilchen sind, die zusammenkommen, auseinanderfallen, wo sind die separaten Personen? Und wieso muss ich alles für mich nur in Ordnung halten oder meine Familie? Es ist in dem unendlichen Raum ganz deutlich, dass es eine Schöpfung ist. Eine Schöpfung, die so unendlich groß ist und in der nichts existiert, was begrenzt ist. Dazu gehört allerdings ein Geist, der loslassen kann. Loslassen von all den Dingen, mit denen er sich sonst beschäftigt. Und von all den mitgebrachten Vorurteilen und Urteilen und Meinungen, mit denen man die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Diese Meinungen und Urteile, die man mit sich herumträgt, sind eine Bürde und eine Last. Und wenn der Geist sich konzentrieren kann, so muss er schon diese Last einmal losgelassen haben. Und was man in diesem unendlichen Raum erlebt, nicht nur das, die Einzelpersonen verloren geht, es ist auch ein Gefühl der Freiheit. Es ist keine endgültige Freiheit, aber es ist ein Gefühl der Freiheit. Die Welt ist so, wie sie ist. Und sie wird auch so sein. Denn das ist die Schöpfung. Aber was wir daraus machen, ist alles nur Gedankenarbeit. In Wirklichkeit nicht erleben. Und hier ist Erleben. Diese Gedankenarbeit, daraus etwas zu machen, aus dieser Welt, in der wir leben, ist die furchtbare Anstrengung, mit der sich jeder tagtäglich rumschlägt. Total unnötig. Es ändert sich überhaupt nichts. Ändern tut sich erst, wenn unser Bewusstsein sich so erweitern kann, so flexibel wird, so weich und nachgebend ist, dass es in die Weite gehen kann. Und aus diesem unendlichen Raum entsteht dann auch der nächste Schritt, das heißt unendliches Bewusstsein. Denn nur unendliches Bewusstsein kann unendlichen Raum erleben. Auch hier ist der gleiche Resultat. Es ist nicht mein Bewusstsein. Es ist Bewusstsein. Und dieses Erleben bringt auch mit sich, dass einem klar wird, dass es ein universelles Bewusstsein gibt. Und dass wir eine Verantwortung haben für dieses universelle Bewusstsein. Denn alles, was wir in unserem Bewusstsein tragen, ist Teil des universellen Bewusstseins. Und wenn es negativ ist, so tragen wir zu der Negativität im universellen Bewusstsein bei. Genau das Umgekehrte natürlich auch. Wir können aus dem universellen Bewusstsein auch schöpfen, aber nur so weit, wie unser eigenes Bewusstsein bereits gediehen ist. Wir bekommen nichts geschenkt. Wir müssen es uns erarbeiten. Wenn wir der Geist sich so erweitert hat, dass er unendlichen Raum und unendliches Bewusstsein erleben kann, dann sieht er auch im Alltag nicht dieses unendliche Bewusstsein, sondern er sieht im Alltag, dass jeder Mensch ja dieses Potenzial in sich trägt. Und da jeder Mensch dieses Potenzial in sich trägt, es gibt überhaupt keine Unterschiede zwischen Menschen. Das ist die natürliche Vervielfältigung, die die Natur an sich hat. Dass wir alle etwas anders aussehen, dass es
Hunderte und Tausende von verschiedenen Blumen und Bäumen gibt, aber das ist nichts weiter die Vervielfältigung der Natur. In Wirklichkeit gibt es unendlichen Raum, unendliches Bewusstsein, in dem alles aufgefangen ist, wir mit. Und wenn wir das öfter tun, das heißt öfter erleben in unserer Meditation, wird das zur zweiten Natur. So ist es und nicht anders. Ich werde die beiden letzten Schritte auch noch erwähnen, obwohl sie natürlich etwas weit gegriffen sind, aber wie ich bereits sagte, es ist das Ende des achtfachen Pfades und es ist das Ende dieser Lehrrede. Die siebte Vertiefung heißt die Grundlage der Leerheit mit Doppel-E. Und da ist das Erleben so, dass wir in dem unendlichen Raum und in dem unendlichen Bewusstsein uns ganz klar wird, dass da nichts vorhanden ist, an dem wir uns festhalten können. Und dann sehen wir zum ersten Mal, das geschieht aber immer nachher, die Einsichten. Während der Meditation ist einfach diese Leerheit zu erleben. Da sehen wir zum ersten Mal, wenn wir das erleben, dass wir wohl vorhanden sind, aber auf einer ganz anderen Ebene, als wir bis jetzt gedacht haben. Nicht auf dieser persönlichen Solidität, mit der wir die ganze Zeit zu tun haben und die wir immer wieder bestätigen wollen und die so viel Schwierigkeiten macht. Und die letzte, die achte Vertiefung, ist eigentlich nichts anderes wie ein Jungbrunnen für den Geist. Sie heißt weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Das heißt also, dass der Geist sich zur vollkommenen Ruhe begibt. Er nimmt nicht wahr, aber er ist auch nicht bei keiner Wahrnehmung. So ein Dazwischen. Und daher hat er ein vollkommenes Ausruhen. Er ist noch mehr kommt noch mehr Energie in den Geist als in der vierten Vertiefung. Dieser Jungbrunnen für den Geist braucht jeder. Der Geist, der den ganzen Tag denkt, von morgens bis abends, und nicht nur denkt, sondern reagiert, ablehnt, Wünsche hat, ist ständig überfordert. Und wenn der abends sagt, ich bin ja so überfordert, bin ja so müde, hat er vollkommen recht. Er muss mal zur Ruhe kommen. Und gerade bei der achten Vertiefung ist es so, dass die Ruhe, die der Geist bekommt, so vollständig ist, dass sie überhaupt nicht gestört ist. Und daher diese Kraft, diese Muskeln des Geistes, es uns dann ermöglichen, die spirituellen Werte, die der Buddha erklärt hat, auch nicht nur zu verstehen, sondern zu verinnerlichen. Sie zu verstehen ist kein großes Kunststück. Wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, versteht man schon, was er gesagt hat. Aber das zu verinnerlichen, das ist schon ein größeres Kunststück. Denn es geht gegen alles, was sonst in der Welt gelehrt, gesagt, geschrieben wird. Es ist genau das Gegenteil. Und deswegen hat der Buddha auch nach seiner Erleuchtung zuerst nicht lehren wollen. Denn er sagte, wenn ich diese Lehre weitergebe, die Menschen werden sie nicht verstehen. Und dann wird es für mich unangenehm sein. Und dann sagt die Überlieferung, dass der Höchste der Götter kam und ihn bat, zum Segen der Menschen und Götter doch zu lehren. Und dann hat er sich doch nochmal umgeschaut und hat gesagt, es gibt einige Menschen mit wenig Staub auf den Augen und für die werde ich lehren. Es gibt inzwischen 500 Millionen Buddhisten, aber dass die nur alle keinen Staub auf den Augen haben, das würde wohl keiner behaupten. Dass kein Staub auf den Augen bedeutet,
dass man die Lehre verinnerlicht hat. Und das sind natürlich nur wenige Menschen. Denn sie ist entgegen allem, was wir sonst glauben, hören, wonach wir uns richten sollen. Selbstverständlich ist auch eine Richtung vorhanden, überall allen Menschen zu helfen, das ist klar. Aber dieses anderen Menschen helfen ist immer noch Dualität. Ich bin hier und da ist der andere und ich helfe dem. Ist nichts gegen einzuwenden. Man soll so viel wie möglich helfen. Aber wenn man die Vertiefung erlebt hat, dann gibt es keinen anderen mehr. Dann ist alles nur unendliche Schöpfung. Und dann ist dieses Helfen, soweit es möglich ist, soweit man kann, nur dasselbe, als ob man sich selber hilft. Es ist überhaupt kein Unterschied mehr. Und alles, was man in der Welt sieht, ist nichts anderes wie eine Reflexion von dem, was man in sich trägt. Weiter gar nichts. Die Dualität geht verloren. Und wenn die Dualität verloren geht, dann bedeutet das, dass man viel einfacher und viel leichter und viel harmonischer in der Welt leben kann. Obwohl der Buddha auch gesagt hat, ich hadere nicht mit der Welt, aber die Welt hadert mit mir. Und da das dem Buddha auch passiert ist, so kann man sich wohl vorstellen, dass es immer weiter passiert. Denn es ist, wie gesagt, nicht jedermanns Sache, sich genau das Gegenteil mal anzuschauen von dem, was wir hören, sehen und was uns erzählt wird. Das ist das Ende dieser Lehrrede, das ist das Ende des achtfachen Pfades. Und wenn Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dazu. Ja, dieses Erlebnis des menschlichen Bewusstseins oder der Substanzlosigkeit, ist das, was man gemeinhin als den reinen Geist bezeichnet? Ist das der unpersönliche Geist oder gibt es dann das doch persönliche, ist das dann noch ein Stück weiter? Das Erleben von dem unendlichen Raum und dem unendlichen Bewusstsein ist danach, wenn man es nachher untersucht, was da gewesen ist, ist ein unpersönliches Erleben. Und die Reinheit des Geistes ist eine Voraussetzung, dass man zu diesen Konzentrationsstadien kommen kann. Es ist die absolute Reinheit des Geistes, wird technisch der Fahrtmoment und der Fruchtmoment genannt. Das sind sie nicht. Aber die Vertiefungen sind die sozusagen die Musterbeispiele dafür, was Fahrt und Frucht sind und sind auf dem, ja, sind nötig auf dem Weg dahin. Das ist unpersönlich. Das Erleben ist unpersönlich. Was gibt's noch? Also mir ist jetzt noch nicht ganz klar, also es wird immer so suggeriert, man kann also hier auf der Welt nicht richtig glücklich werden. Also das deutet mir eigentlich nicht ein. Also es hängt eigentlich nur von mir selbst ab. Ich brauche ja nur hier rauszugehen, ich höre mir die Vögel an und ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann auch, wenn ich will, kann ich irgendwie mich an den See legen und mich im Wald legen. Also ich kann jederzeit glücklich sein. Es hängt dann nur von mir selbst ab. Das ist also die Möglichkeit, dass die Welt mich glücklich machen kann, ist also jederzeit gegeben. Also ich bin natürlich, wenn ich natürlich sage, verflucht, es ist nicht draußen kalt, es geht nicht schlecht, das ist aber dann praktisch meine eigene Sache. Also die Welt als solche, finde ich, bietet so viele Möglichkeiten, also die Natur und so weiter, auch hier gerade im Allgäu, die tausend Möglichkeiten, ich muss es nur nutzen. Also wenn ich natürlich selbst im Inneren Drang habe, alles mir negativ zu machen, weil es eben heute ist zu warm und gestern war es zu kalt. Wenn ich natürlich so argumentiere, bin ich natürlich nicht, aber ich kann es trotzdem, finde ich, also die Welt als solche kann mich glücklich machen, das meine ich damit jetzt. Hat sie es gemacht? Ja, das ist natürlich die andere Frage. Das ist die, um die es geht. Also heute zum Beispiel fühle ich mich glücklich heute. Von morgens bis abends. Ja. Ohne jeglichen Unterlass. Genau. Mal untersuchen. Aber ich weiß nicht, was ich machen will. Es ist so, es gibt sozusagen Pausen.
Das bei jedem. Es gibt Pausen zwischen der Unzufriedenheit. Und diese Pausen kann man verlängern. Aber wenn Sie vielleicht die Achtsamkeit noch schärfen würden, dann schauen Sie sich mal die Pausen an. Wie lange die jede Pause anhält. Ob die wirklich, also 24 Stunden natürlich nicht, wo man schläft ja, aber sagen wir mal 18 Stunden. Mal anschauen. Und wenn sie wirklich 18 Stunden anhalten sollte, dann braucht man die Buddha-Lehre nicht. Nur mal schauen, ob es stimmt. Der Buddha hat niemals jemand gegen seinen Willen überzeugen wollen. Der Buddha hat im Allgemeinen seine Lehrreden gehalten als Antworten auf Fragen. Die langen Lehrreden, die längeren, das ist eine kürzere, aber die längeren sind fast alle an Personen gehalten, die Fragen gestellt haben. Er hat sich fast nie dazu hergegeben, irgendjemanden zu überzeugen, sondern hat Fragen beantwortet. Und hat vor allen Dingen immer wieder betont, selber nachschauen, selber untersuchen, klar werden, eigenes Erleben. Denn nur das eigene Erleben ist überzeugend. Alles andere sind Worte. Also mal selber nachschauen. Wenn es 18 Stunden anhält, ohne Pause, braucht man die Butterlehre nicht. Selbst nur einen Tag 18 Stunden, das wäre schon wunderbar. Erstklassig. Was gibt's noch? Ja. Ganz am Anfang, also die Achtsamkeit, ich auf den Atem lenke und so, ich weiß nicht, ab wann ist der Punkt, wie Sie sagen, dann ist das irgendwann vorbei, also dann wird was anderes wichtiger, von dem ich loslassen, woran ich das merke. Ganz deutlich. Gar keine Frage. Braucht man niemanden zu fragen, man merkt es ganz deutlich. Entzücken ist etwas so Deutliches, dass man nicht umhin kann. Sobald es da ist, weiß man. Ja. So, wenn ich das allererste Mal mache, ich setze mich einfach hin, wieder auf meinen Atem. Wenn ich das allererste Mal in meinem Leben meditiere, dann setze ich mich also hin und höre einfach auf meinen Atem. Nicht hören. Der mag ja nicht so laut sein, dass man hört. ja, fühlen. Ja, ja. Ja, das, ich werde das noch erklären. Ja. Was man machen soll, wenn man es noch nie gemacht hat. Ich werde es noch erklären. Aber wenn der Moment gekommen ist, wo man den Atem loslassen kann, das weiß man ganz genau. Da gibt es gar keine Frage. Das ist, also da braucht man wirklich niemanden zu fragen, so deutlich ist das. Noch irgendwas? Ja. Was ist eigentlich, wenn bei der Meditation auf einmal irgendwo ein starkes Gefühl aufkommt, also ich erlebe das manchmal, dass ich hier irgendwo so eine Energie spüre, muss man da wieder weggehen von diesem Gefühl oder kann man da drauf bleiben? Ist es angenehm oder unangenehm? Oder angenehm. Und wenn es angenehm ist, wäre es möglich, dass es sich zu einem Entzücken entwickelt. Das kann man also mal ausprobieren. Aber es kann nicht an einer Stelle sein. Das Entzücken ist überall. Aber das kann man ausprobieren. Wollte da noch jemand was fragen? Also, ich finde halt diesen Weg finden halt unheimlich schwer. Ich frage mich mal, warum ist das so eine große Würde, dass ich erkenne, dass, oder dass ich von der Dualität wegkomme, oder dass ich reines Bewusstsein erlebe. Warum gibt es so viele Hürden für uns, eigentlich dieses zu erleben? Und ist es bei Kindern, ist es da anders? Oder kommt man jetzt Baby praktisch schon mit dieser Schranke oder mit diesem Nebel auf die Welt oder legt man das uns mit der Zeit zu oder was oder? Man kommt als Baby mit dieser Schranke oder diesem Nebel auf die Welt, sonst würde man nämlich gar nicht herkommen. Und wenn man ein Baby zu Hause hat, dann kann man da gut zuhören. Brüllt, wenn es was haben will
und brüllt, wenn es was loswerden will. Und das ist ja beim Baby auch ganz berechtigt. Darum macht man sich auch keine Gedanken darüber. Aber so ist es nun mal. Ja, so ist die menschliche Geburt und so ist das menschliche Leben. Das ist eine Schwierigkeit. Das ist richtig. Aber das, was einfach ist, das können wir doch schon. Und jetzt machen wir mal das, was schwierig ist. Wozu Willenskraft gehört. Aber das Einfache, da haben wir schon alles hinter uns. Haben wir das schon gemacht. Schafft so viel Leid. Und ja, es ist manchmal, es tut unheimlich weh für mich manchmal. Was tut weh? Leid zu sehen, dass sich Menschen zufügen. Ja, diese Auseinandersetzungen, die man ständig mit anderen hat. Ja. Mitgefühl mit anderen und mit sich selber den Übungspfad. Immer üben. Können aufstehen, dass die Beine schon. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen in unser Herz hineinschauen und feststellen, ob da irgendwelche Ärgernisse, Ablehnungen, Trotz, Wut, Stolz, Ich-Bezogenheit, irgendetwas zu finden ist, uns nicht beglückt. Und welche Wünsche, dass Dinge anders mögen, als sie sind. Kummer um Verlorenes, Sorgen um Nichtbekommenes. Wenn wir irgend so etwas in unserem Herzen finden, oder irgendetwas, was uns Schwierigkeiten macht, wollen wir es davonfliegen lassen. Wie schwarze Wolken, die am Himmel vom Winde verwirrt werden. Denn das ist alles, was diese Emotionen sind, schwarze Wolken am Himmel unseres Herzens. Loslassen. Ganz spezifisch auf das schauen, was uns unangenehm berührt. Und loslassen. Auch unerfüllte Wünsche bringen Unruhe. Loslassen. Und dann noch einmal in das Herz hineinschauen und den großen, weiten, klaren Raum sehen, der in unserem Herzen existiert, ohne Hindernisse. Und diesen anfüllen
mit der Wärme von Liebe. Mit der Fürsorge von Mitgefühl. Uns damit füllen und umhüllen. Darin wohlfühlen. Davon geschützt und getragen fühlen. Und jetzt schenken wir die Wärme unserer Liebe demjenigen, der hier am nächsten sitzt, als ein reines Geschenk. Füllen ihn damit. Und sehen dadurch, wie liebenswert dieser Mensch ist, weil wir ihm Liebe schenken. Wir denken an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht, schenken ihnen die Wärme unseres Herzens, die Fürsorge unseres Mitgefühls, füllen sie damit an, in Dankbarkeit und sehen, wie sie das beglückt. Wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Und jedem von ihnen schenken wir unser Herz, ohne Erwartung einer Gegengabe. Wir umhüllen sie und füllen sie mit unserer Herzenswärme, mit unserer Fürsorge. Und sehen, wie wir dadurch Glück und Freude um uns verbreiten. Und wir denken an unsere Freunde, an Bekannte und Verwandte, wer immer uns in den Sinn kommt. Und jedem von ihnen schenken wir die Wärme unseres Herzens, zeigen ihnen unsere Zusammengehörigkeit, unsere Zuneigung, unsere Fürsorge. Wir sehen ganz deutlich, wie viel Glück das bringt und wie durch das Verschenken unserer Herzenswärme diese sich verbreitet, vergrößert und immer mehr füllt.
Wir denken an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen, denen wir vielleicht heute begegnet sind. Treffen. Unsere Nachbarn. Arbeitskollegen. Schüler, Lehrer, Patienten, Verkäufer, Postboten. Menschen in den Geschäften, auf der Straße. Wer immer uns in den Sinn kommt, wer einen unseres Alltags ausmacht. Und daher einen wichtigen Teil unseres Lebens. Und jeden von ihnen umarmen wir. Mit der Wärme unseres Herzens, mit der Fürsorge unseres Mitgefühls. Wir fühlen uns ihnen verbunden. Wir sind ihnen dankbar, dass wir mit ihnen zusammen leben können, harmonisch, freundschaftlich, und zeigen ihnen das. Und wir denken an einen schwierigen Menschen in unserem Leben, oder über den wir uns geärgert haben, der sich über uns geärgert hat, der ablehnen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, auch noch so berechtigt. Und auch diesen Menschen liebend, fürsorglich, zugeneigt. Und sehen dessen liebenswerte Eigenschaften, die wir immer stärker und stärker empfinden, je mehr wir ihm Liebe schenken. Und die Schwierigkeit fällt ab von unseren Schultern. Und jetzt lassen wir die Herzenswärme und das Mitgefühl aus unserem Herzen strömen, wie ein goldener Fluss, der über die Ufer tritt und überall Menschenherzen berührt. Zuerst schenken wir das Schönste, was wir zu verschenken haben, Liebe und Mitgefühl allen denen, die hier versammelt sind. Lassen wir spüren, wie wir uns verbunden fühlen. Und dann den Menschen der Umgebung, die darum wohnen. Dann den Menschen unserer Heimatstadt, ob wir sie kennen oder nicht. Dann lassen wir diesen goldenen Fluss, was unserem Herzen kommt, zu all denjenigen fließen, die wir füllen sie
mit Liebe und Mitgefühl, mit unserer Verbundenheit, unserer Zusammengehörigkeit, unserem Verständnis, unserem Interesse. Und dann all die, die wir nur mal gesehen haben. Dann lassen wir unser Herz zu denen ausstrahlen, von denen wir nur gehört haben oder gelesen haben. Und dann zu all denen, von denen wir nur ahnen, dass sie existieren. Und so fließt dieser goldene Fluss aus unserem Herzen weiter und weiter und berührt so viele Menschen wie nur möglich. Und wir fühlen uns als ein Teil dieser ganzen Familie der Menschheit. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Schauen in unser Herz hinein und sind beglückt von der Reinheit und Klarheit, der Wärme, die uns erfüllt und umhüllt. Und wir verankern diese Reinheit, Klarheit und Herzenswärme, so dass wir jederzeit Zugang dazu haben. Mögen alle Menschen Liebe und Mitgefühl in ihren Herzen zur Blüte bringen.